Unser Darm ist ein wichtiger Bestandteil unseres Verdauungssystems und hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Eine gesunde Darmflora ist notwendig, um Giftstoffe und Schadstoffe aus unserem Körper zu entfernen. Hier sind einige Lebensmittel, die dabei helfen können, den Darm zu reinigen und gesund zu halten. Nummer 1. Grünes Blattgemüse. Grünes Blattgemüse wie Spinat, Grünkohl und Brokkoli sind reich an Ballaststoffen und können helfen, den Darm zu reinigen. Ballaststoffe unterstützen die Verdauung und fördern die Bewegung von Nahrung durch den Darm. Nummer 2. Joghurt. Joghurt enthält probiotische Bakterien, die dazu beitragen, die Darmflora zu verbessern und die Verdauung zu fördern. Probiotika können helfen, das Wachstum von schädlichen Bakterien im Darm zu hemmen. Nummer 3. Knoblauch. Knoblauch hat antibakterielle und antivirale Eigenschaften und kann helfen, schädliche Bakterien im Darm zu bekämpfen. Zudem kann es dazu beitragen, den Blutdruck zu senken und das Immunsystem zu stärken. Nummer 4. Leinsamen. Leinsamen sind reich an Ballaststoffen und können helfen, den Darm zu reinigen. Zudem können sie dazu beitragen, Entzündungen im Darm zu reduzieren und die Verdauung zu fördern. Nummer 5. Beeren. Beeren wie Heidelbeeren und Himbeeren sind reich an Antioxidantien und können dazu beitragen, Entzündungen im Darm zu reduzieren. Zudem enthalten sie Ballaststoffe, die die Verdauung fördern und dazu beitragen, den Darm zu reinigen. Nummer 6. Ingwer. Ingwer hat entzündungshemmende Eigenschaften und trägt dazu bei, Entzündungen im Darm zu reduzieren. Zudem kann es helfen, die Verdauung zu fördern und Übelkeit zu lindern. Nummer 7. Artischocken. Artischocken enthalten Inulin, eine Art von Ballaststoffen, die dazu beitragen, das Wachstum von gesunden Bakterien im Darm zu fördern. Zudem können sie helfen, die Verdauung zu fördern und den Darm zu reinigen. Nummer 8. Quinoa. Quinoa ist ein glutenfreies Pseudogetreide, das reich an Ballaststoffen und Proteinen ist. Es enthält auch sogenannte Saponine, die dazu beitragen können, schädliche Bakterien im Darm zu bekämpfen und Entzündungen zu reduzieren. Zudem kann Quinoa dazu beitragen, das Wachstum von gesunden Bakterien im Darm zu fördern. Nummer 9. Kefir. Kefir ist ein fermentiertes Milchgetränk, das reich an probiotischen Bakterien ist. Diese Bakterien können dazu beitragen, die Darmflora zu verbessern und die Verdauung zu fördern. Kefir trägt außerdem dazu bei, das Wachstum von schädlichen Bakterien im Darm zu hemmen und Entzündungen zu reduzieren. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Wir hoffen, unser heutiger Beitrag hat euch gefallen und konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Wenn dem so ist, dann vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und unseren Kanal zu abonnieren. Aktiviert auch die Glocke, wenn ihr keines unserer neuen Videos mehr verpassen wollt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare und verratet uns, über welches Thema wir beim nächsten Mal sprechen sollen. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuschauen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.